Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Fred, und es ist endlich soweit. Der Klonzauber ist endlich auf maximaler Stufe, das bedeutet, er ist auf Level 4. Oh, hier ist er schon. Ich habe jetzt alle normalen Zauber maxed. Und der Klonzauber hat jetzt eine Kapazität von 35. Naja, das bedeutet, wir können den ein oder anderen von den Bowlern, die ich jetzt mit habe, können wir auf jeden Fall klonen. Ich will jetzt gleich mal jemanden angreifen aus meinem Clan. Boah, mein Hals. Also, erstmal jetzt, bevor ich jetzt jemanden angreife, noch ein ganz kurzer Blick auf den letzten Clan-Krieg. Wir gucken mal drauf. 38-38. 90,27 zu 90,13%. Richtig knapp. Und es war am Ende nochmal richtig knapp. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben für Moose gewonnen, der leider den Clan jetzt verlassen hat. Deswegen haben wir auch ein schwarzes Logo. Okay, wir greifen jetzt mal irgendwie den Hopfen und Malz an. Wir spähen mal. Weiß nicht genau, was wir jetzt erreichen können mit unserer, mit unseren Truppen. Moment, da vorne ist die Clanburg. Die bräuchte ich eigentlich mal. Sollen wir mal cheaten? Hier kann ich ja leider nicht sehen, was drin ist. Egal. Ist egal. Wir haben ja einen... Ah, ich habe drei Skelettzauber. Ich kann ja mit dem Skelettzauber... Kannst du ja die Clanburg leider nicht mehr locken. Das war früher besser. Ich weiß nicht mal, was ich selber in der Clanburg habe. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Dass ich selber nicht mal weiß, was ich in der Clanburg habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe ja auch keinen Wutzauber. Ich habe ja auch keinen Wutzauber, um die Königin noch ein bisschen zu pushen. Okay, da ist schon mal offen, da ist schon mal nicht schlecht. Ansonsten, keine Ahnung. Ich hole die Clan-Truppen. Ah, ich habe Riese in der Clanburg. Ach du Scheiße. Na gut, das wird jetzt natürlich etwas schwieriger. Jetzt muss ich mal eben warten. Ah, jetzt kriegen die Heilerin schon auf die Eier. Naja, egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich werd eh nicht in die Mitte reinkommen, das auf keinen Fall. Ich habe ja die falschen Truppen dabei. Aber ansonsten okay, er hat auch Riese in der Clanburg. Jetzt kommen die Skelettzauber hier mal zum Einsatz. Die lenken ihn jetzt nämlich ein bisschen ab. Die lenken jetzt ab und meine Königin kann sich ein bisschen drum kümmern, hoffentlich. Ja, immerhin. Ein paar sind schon mal kaputt. Der eine hüpft wieder zurück und hüpft wieder rein. Hüpft wieder raus. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Wir haben nur noch 1 Minute 57 Zeit. Ich will natürlich meine feinen kleinen Bowler auch möglichst noch klonen. Lauft, 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 lauft. Oh, ich habe einen vergessen. So, ist noch ihn. Jetzt klonen wir da vorne. Es ist so lustig. Es ist so lustig, die zu klonen. Komm, lauft in die Mitte. Ja, sie sind nur zwei sogar in der Mitte gewesen. Zwei sogar in der Mitte jetzt. Und kümmern sich so ein bisschen schon um die... kümmern sich ein bisschen um die Adler-Dev, aber ansonsten bringt es natürlich nicht viel. Ich denke mal, wir kriegen die Adler-Dev leider nicht down mit den Geklonten. Der Effekt ist einfach viel zu gering. Der Effekt ist viel zu kurz. Ich denke mal, wir werden einen Stern bekommen. Das wird es dann aber auch gewesen sein, wenn überhaupt. 46% der König ist gleich da. Ja, keine Ahnung, der Klonzauber müsste echt mal ein bisschen stärker gemacht werden. Zusammen mit dem Päcker, der ist so schwach. Der Päcker ist so schwach und der Klonzauber ist auch so mega schwach. Ich kann 35 Kapazität klonen, bringt uns nur leider gar nichts. Ich könnte ihn benutzen für die... Wir könnten ihn höchstens benutzen für die Riesen aus der Clanburg. Ich habe 7 Riesen dabei. Ich habe natürlich auch noch den Skelettzauber dabei, den ich auch nie im Leben gebrauchen kann. Das ist alles so... Ja, keine Ahnung, gegen den Rathaus 9er müssten wir es ja eigentlich mal hinkriegen, zumindest 100% hier mal zu holen, mit Ach und Krach vielleicht. Ich weiß es nicht. Je nachdem, was er in der Clanburg hat. Ich kann es nicht sagen. Wir lassen die Königin jetzt mal laufen, egal in welche Richtung. Das wird sich dann gleich noch zeigen. Mal gucken, in welche Richtung sie laufen wird. Das ist mir jetzt eigentlich relativ latte. Na gut, dann lassen wir sie nach oben laufen. Na, sie läuft ja unten. Nach oben. Na gut, dann lauf nach unten. Dann lauf nach unten, Mädchen. Das ist jetzt egal. Der König kommt, aber der König macht noch nichts. Die Königin läuft immer noch. Ist die Frage, in welche Richtung jetzt? Sie läuft nach unten. Das bedeutet, wir werden die Bowler gleich von unten reinschicken. Komm. Bam, 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 bam. Der König kriegt zwar jetzt... Na, die Königin kriegt ein bisschen auf die Oma, aber es reicht noch. Zack. Mal überlegen, wie ich das jetzt am geschicktesten angehe. Von oben? Lassen wir die Königin da unten laufen? Na gut, ihr habt mich überredet. Jetzt passt auf. Jetzt kommt Trick 17 hier, nämlich... Ein paar von ihnen sind nämlich jetzt rübergesprungen. Sind es nämlich schon auf der anderen Seite? Ich sehe euch auf der anderen Seite. So. Bowler jetzt eher da vorne hin. Nein, ich habe ihn schon gezündet. Ich wusste nicht, dass ich den Warden schon habe. Leute, die waren immer noch aktiv.
Muss man ihn lassen. Sie waren immer noch aktiv. So. Ja, Giftzauber drauf. Jetzt können wir schon mal hier ein paar rüberschicken. Hat wieder nicht richtig funktioniert. Sie sind zwar geklont, hat aber nicht richtig funktioniert. Der Klonzauber ist crazy. Der ist richtig crazy. Ich habe auch noch kaum jemanden gesehen, der ihn richtig benutzt hat. Die Königin ist immer noch am Leben. Aber sie verliert natürlich mehr und mehr Heilerin jetzt. 1 Minute 25, 1 Minute 24. Ich will ja einen richtigen Angriff machen in der Welt der Multiplayer. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Ob wir da einen ein bisschen ärgern können. Ich bin ja schon wieder in Kristall 3. Immerhin. Ich bin schon wieder in Kristall 3. Du kommst so leicht hoch. Hier oben wirst du dann halt auch mehr angegriffen. Ja, wir werden 100% hinkriegen. Trotz oder gerade vielleicht wegen des Klonzaubers. Nein. Ich denke mal, der Klonzauber ist vielleicht für Miner zu gebrauchen oder so. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wenn du ihn gescheit benutzt, dann springen die Truppen auf die andere Seite der Mauer rüber. Das ist ja das, was du eigentlich willst, im Grunde mit dem Klonzauber. Wir werden es mal ausprobieren. Wir probieren es mal aus und testen mal, ob es funktioniert oder nicht. Haben wir noch jemanden? Ah, willkommen. Wir greifen noch eben den Extrem-Ungi an. Okay. Auch eine interessante Base mit den Sachen da an der Seite. Wo wird die Königin hinlaufen? Wo läuft die hin? Das ist mir jetzt diesmal ist es mir wiederum egal. Die Clanburg ist auf der anderen Seite. Könnte ich eigentlich schon mal eben locken. Ja, ist sogar was drin. Ist sogar was drin. Ein Bowler und viele, viele Barbaren. Aber wir haben alles raus. Wir haben alles rausgeholt. Jetzt kommen die Clan-Truppen an. Oh, wäre natürlich geil, wenn sie den König noch eben kaputt macht, bevor die anderen Truppen kommen. Nein, 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 komm. Mach den König eben jetzt schon kaputt, bitte, bevor die Clan-Truppen da sind. Oh, kurz vor knapp, musste ich mal eben kurz zünden. So. Jetzt laufen wir bitte alle da in den Radius. Jetzt sind die Barbaren sind jetzt gleich tot. Die Bowler kommen noch an. Ja, komm, wir setzen. Warum laufen die jetzt da oben hin? Das hat ja jetzt gar nicht funktioniert. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir am geschicktesten hergehen. Die Königin, der hat noch nicht genug aufgeräumt. Deswegen muss ich mal eben kurz hier schon mal aufräumen. Ein bisschen Platz schaffen für unsere anderen Bowler. Und dann können wir loslegen. Ja, komm, mach die Mine noch kaputt. So. Der König. Morning. Na, es geht doch. Da laufen sie doch alle in die andere Richtung jetzt. Ist die Frage, wo laufen die Bowler jetzt her? Das ist halt der Nachteil, wenn du... Ja, jetzt muss ich nochmal klonen, damit sie auf die andere Seite... Jetzt habe ich die Heilerin geklont. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich die Heilerin schon geklont. Jetzt laufen die einfach alle außen rum. Die geklonten Heilerin. Oh Gott. Dieser Zauber, ne? Dieser Zauber ist so crazy. Au, jetzt sind sie weg. Der Effekt ist einfach auch viel zu langsam. Wo ist mein König denn? Ah, da auch in der Mitte. In der Mitte der anderen Helden. So, wir zünden ihn jetzt mal eben. Also, ich denke mal schon, dass wir... Also rein theoretisch müssen wir 100% hinkriegen schon, aber... Ist halt immer so die Frage, ne? Okay. Der Skelettzauber hat mal eben schnell den Magierturm kaputt gemacht. Es sind sogar noch... Ich zähle, 3 Heilerinnen sind noch da. Naja, wahrscheinlich nicht mehr lange, je nachdem, wie lange sie jetzt noch brauchen, bis die Luftabwehr down ist. Ah, okay. 2 Heilerinnen haben überlebt. 38, 37 Sekunden. Naja. Mit Ruhm bekleckert haben wir uns hier ja nicht bei diesem Angriff, auf keinen Fall. Aber es wird trotzdem reichen. Natürlich, gut, ich bin noch ein 11er gegen einen 9er, das ist nicht ganz so fair. Oh, da sind noch einige totgegangen. Und noch eine Riesenbombe und noch eine Riesenbombe. Allerdings, die Heilerinnen sind noch dabei. Wird es reichen für 100% oder nicht? Man weiß es ja jetzt noch nicht. 15 Sekunden noch. Wird nochmal knapp. 12, 11. Es wird so gerade reichen. Ohne dass wir überhaupt alles seiner Base zerstören mussten, denn die Skelettfallen waren noch aktiv. Okay, jetzt suchen wir mal einen richtigen Gegner raus. Ich werde den Klonzauber nochmal, was heißt testen? Wir versuchen irgendwie damit klarzukommen. Wir versuchen irgendwie den Angriff zu überstehen. Schadlos. Und würde ich sagen, bis gleich. Ich habe jetzt eigentlich nur einmal weitergedrückt, würde ihn jetzt hier aber nehmen. Weil ich hier unten mit dem Queenwalk anfangen kann. Und er hat halt entweder schlechte Mauern oder halt auch gar nicht mal so viele Mauern. Von daher müsste das eigentlich reichen, wenn jetzt der Turm da gleich mal wenigstens mal down wäre. Oh, jetzt schießt aber schon viel drauf ein. Jetzt schießt er noch drauf ein. Komm. Ich muss den Warden tatsächlich noch mitnehmen. Wir brauchen den Warden noch. Wir werden den Warden noch mal einmal brauchen. Nein, jetzt geht sie in die Mitte.
Jetzt läuft der in die Mitte. Warum? Die Mauerbrecher. Die Mauerbrecher. Okay. Alle hinterher. Ganze Kolonne hinterher. Alle hinterher, alle hinterher, alle hinterher, alle hinterher, alle hinterher, alle hinterher, alle hinterher. Jetzt warten wir mal eben kurz. Ah, ich habe den Warden ja schon gezündet, ne? Verdammt und zugenäht. Jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Also jetzt haben wir null. Müssen wir Glück haben, dass wir überhaupt noch irgendwie mit Ach und Krach die 50% uns schnappen. Ah, okay, das Rathaus haben wir. Das Rathaus ist dann, aber es ist echt, es ist richtig übel. Da kommen jetzt noch Riesen aus der Klammung. Da habe ich jetzt noch den Erdbeben draufgeloschen. Okay, wir haben den Stern. Eieieiei, das ist auch richtig. Wenn du den Warden am Anfang schon verbrätst und dann hast du natürlich auch keinen Freeze-Zauber, du hast keinen Wut-Zauber, wir hatten gar nichts mehr. Das ist natürlich dann irgendwann wird's problematisch. Ah, wir kriegen sogar zwei Sterne hin. So gut sind sie dann doch noch. Ah, wir haben noch die Heilerin. Das ist natürlich schön. Das ist gut zu wissen. Wir haben den Warden noch, wir haben noch zwei Heilerinnen. Okay, dann werden es doch noch sehr, sehr solide zwei Sterne. Oh, die Doppelriesenbomben haben den Bowlern sehr wehgetan. Ja, 55%. Sehr, 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 sehr solide. Das wird auch reichen. Da wird kein Prozentpunkt mehr dazukommen. Lebt denn irgendwo noch was? Ah, er lebt noch. Der einzelne Barbar, der noch auf die Mauer einschlägt. Oder? Ja. Oh, und die gehen auf die Heilerin. Die gehen auf die Heilerin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal auf. Was haben wir denn geholt? Ja, naja, immerhin. 2500 Dunkles, was ich eigentlich nicht mehr brauche, weil der Skelettzauber jetzt gerade auf Maximum geht. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz wichtige Info noch. Morgen und Sonntag könnte es sein, dass nur eine Folge kommt. Also morgen wird definitiv nur eine Folge kommen, weil ich den ganzen Tag unterwegs bin. Sonntag weiß ich noch nicht genau, ob da ein oder zwei Folgen kommen. Und nächste Woche geht es dann wieder regulär weiter. Deswegen schon mal vormerken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß, der X-Bogen ist leer. Habe ich auch keine Lust, den aufzufüllen. Und macht's gut. Tschüss.